Folgt mir durch die Dimensionen der Zeit, in die Tiefen des äußeren Weltraums, auf einen wundersamen Planeten, der in einer fernen Galaxis seine Bahn zieht. Er heißt Eternia. Hier gibt es dampfende Teersümpfe, in deren ewiger Dämmerung scheue, aber gefährliche Dämonen lauern. Weite Ebenen mit bizarren, farbenprächtigen Bäumen. Schroffe, tote Gebirge, die einen reizvollen Kontrast zu seinen leuchtenden, von Leben pulsierenden Städten bilden. Wie zum Beispiel Eternus, die Hauptstadt des Planeten mit dem königlichen Palast. Eternias Städte sind Zentren einer hochentwickelten Kultur und Technologie. Aber es ist auch eine Welt voller Zauberei und schwarzer Magie. Überall findet man Anzeichen dafür. Doch der geheimnisvollste und magischste Platz ist Schloss Grayskull. Seine Mauern bergen Geheimnisse, die nur Eingeweihten zugänglich sind und Kräfte, die jede menschliche Vorstellungskraft übersteigen. Ich, Zuara, bin die Zauberin von Grayskull. Und das sind meine lebenden Bilder. Sie erzählen die Geschichte eines wunderbaren Helden, eines Sterblichen, dem die geheimen Mächte von Grayskull in seinem Kampf gegen das Böse beistehen. Und die Meister des Universums. Ich bin Prinz Adam von Eternia, Hüter der Geheimnisse von Grayskull. Und das ist mein furchtloser Freund Cringer. Die geheimen Zauberkräfte von Grayskull gehen auf mich über, wenn ich mein magisches Schwert in die Luft halte und laut ausrufe: Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Zauberkraft! Cringer verwandelt sich dann in einen mächtigen, furchtlosen Kampftiger. Und ich werde zu He-Man, dem stärksten Mann des Universums. Nur drei andere Bewohner unseres Planeten teilen mein Geheimnis. Zuar, die Zauberin, der Waffenschmied und Orko. Gemeinsam verteidigen wir Schloss Grayskull gegen die bösen Mächte von Skeletor.